Oh, hallo. Was geht ab, Leute? Hier. Gerade den Jungs geschrieben. Mal schauen, was dieses Wochenende so geht. Wir müssen ja nicht unbedingt essen. Wir können auch nur streamen, Chunks Game Show zocken, ein paar Reactions machen. Allgemein dies, das. Yu-Gi-Oh! Spielen? Nicht Spaß, keine Ahnung. Irgendwas wird uns schon einfallen. Was bin ich jetzt, was ich heute so mache, muss mir auch erstmal noch einfallen. Das sehen wir noch. Schaut's mal, Leute. Ich werde gerade Müll wegschmeißen. Mein Gott. Richtig traurig. Gibt einen traurigen Emoji unten in den Kommentaren. Ansonsten natürlich gerne liken, kommentieren, subscriben. Folgt uns auf Twitch und Instagram. Twitch, versuch mal regelmäßiger zu streamen. Und ansonsten natürlich Bitcoin, dies, das. Aber das sage ich am Ende nochmal. Jetzt erstmal meine Touren testen. Der erste Hinweis von Hongs Tour Nummer 2, also die Sendlinger Tor. Tour. Oh mein Gott, zu viele Menschen, Mann. Moment. So, da sind wir wieder. Was ich sagen wollte, ja, Hongs Tour hatte ich ja auch schon davor gestartet, bevor Bitcoin dies, das Krypto abging. Und ich bin da ja schon relativ weit gekommen und committed und auch fast gestartet, Webseite und dies, das. Deswegen, klar, an sich müsste ich es auch nicht betreiben, aber ein Mann braucht ein Hobby. Zusätzlich, also YouTube an sich. Das ist auch ein nettes Hobby, aber noch ein kleineres, also noch ein weiteres. Und ich habe einen Kollegen noch ins Boot geholt, weil ich habe mich dann letztes Mal mit ihm getroffen, also Anfang des Jahres, das ist auch jetzt schon wieder 4 Monate her. Ich habe gesagt, yo, ich habe eine Idee, aber Krypto geht so ab. Ich habe nicht mehr 100% Zeit oder auch Bock, weil du willst natürlich auch nur chillen und dies, das. Einfach nur, also nicht so viel arbeiten. Aber die Idee ist gut. Und komm doch mit ins Boot, du machst gerade momentan nichts. Ja, und seitdem machen wir das zusammen. 33% habe ich einfach so abgegeben, also 33% für mich. Wenn alles gut läuft, 33% wird reinvestiert natürlich in das Startup, in die Firma und 33% an ihn. Ja, und seitdem machen wir das zusammen jetzt ein paar Monate. Tour 1 ist schon gestartet, läuft ganz gut, aber promomäßig haben wir noch nichts gemacht, weil mit einer Tour brauchst du da nicht so großartig Promo machen. Das machen wir dann, wenn wir mindestens 3 haben, aber eher so Richtung, also zwischen 3 und 5. Und laut Plan haben wir dann Ende des Monats 3. Das heißt, jetzt eigentlich müsste die zweite fertig sein, dann haben wir noch 2 Wochen für die dritte, aber wir sind jetzt bereits im Verzug, also. So, könnt ihr das lesen? Ich glaube nicht, es spiegelt zu sehr. Also hier ist Frage 1, dann gibt es so einen Einleitungstext zum Beispiel, willkommen, dies, das. Die ganzen Bedingungen der Tour und so, der Rahmen. Regeln. Und dann wäre zum Beispiel hier unten die erste Frage: Im Wandel der Zeiten steht das Tor heute noch genauso wie damals, als er erstmal genannt wurde. Als es erstmal genannt wurde. Wie gesagt, ich gehe zum ersten Mal jetzt die Tour durch, was er so geschrieben hat, und verbessere das, und dann gebe ich ihm Feedback und dann gehen wir nochmal drüber. Am Tor findet ihr den Beweis für dessen Langwierigkeit. Das heißt, ihr müsstet erstmal hier rumschauen, erforschen, dies, das, erkunden. Und dann kommt das Rätsel. Die Frage stelle ich euch jetzt mal nicht. Dann müsstet ihr euch das Schild genauer anschauen, dann nachdenken, dann hier versuchen, die Lösung reinzuschreiben. Wenn sie richtig ist, kommt ihr zur nächsten Frage. Dann müsst ihr euch weiter bewegen und dann wieder umschauen, forschen und dann wieder nachdenken, Frage 2 beantworten und so weiter und so fort. Und dann habt ihr hoffentlich eine coole Tour erlebt. Und jetzt gehe ich alle Fragen durch, die er soweit hat. Und dann schauen wir mal. Die sehen jetzt von hinten nicht so beeindruckend aus, aber das sind so verschiedene Teile von irgendwas, müsst ihr selber rausfinden. Und vorne sind die ja auch noch mit vielen Mustern, dies, das. So ein kleiner Einblick,
in die Sachen, die auf Funkstour gezeigt werden. Ist unterschiedlich, also das ist jetzt eine von vielen Touren. Mal wird mehr auf Bandmalerei, dies, das eingegangen, mal mehr auf so solche Sachen. Ihr kennt es ja, Ex-Pokémon Go-Spieler, Point of Interest halt eben. Das, von da hatte ich ja auch die Idee. Ja, der Kollege ist noch nicht so weit wie erwünscht. Muss zu Hause dann nochmal drüber gehen, über eine Menge Sachen, und dann müssen wir über die Veränderungen nochmal drüber gehen. Aber jetzt muss ich erstmal heim! Ich dachte, es gibt jetzt was zu essen. Meine beste Freundin und Nachbarin wollte eigentlich was bestellen, aber ich sehe hier nichts. Wir wollten zusammen essen, aber sie musste schnell weiter. Ich dachte, sie lässt mir dann mein Essen hier. Aber was angekommen ist, ist das hier. Das ist nämlich das, was ich für die Kamera, die ich gerade hier halte, also euch. Ich habe hier zwei, ich habe mehrere Kameras, aber zwei GoPros. Ne, ich habe auch mehrere GoPros, aber zwei aktive GoPros. Und das Teil brauche ich, um das dann als Webcam für den Stream mit unserem Setup verwenden zu können. Was sehr komisch ist, denn bei der Kamera, das ist die 8er, ihr seid die 9er, da geht's einfach, du kannst, ach nee, 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 ihr seid die 8er, das ist die 7er, die 9er ist neu rausgekommen. Bei der kann man einfach anstecken und dann hier einstellen, dass es als Webcam benutzt wird. Bei euch, die 8er, anscheinend nicht, da braucht man erstmal dieses Teil hier. Okay, werden wir testen, aber an sich brauchen wir eh nicht diese ganzen 4 Kameras als... So, zum Rumswitchen. Noch nicht, aber wer weiß, was wir alles vorhaben. In der Zukunft. Yo, ich habe das Falsche gekauft. Schaut, was ich gekauft habe. Display Mod, okay. Ich habe nur das hier gekauft, brauche aber das hier. Und eigentlich wollte ich nur das hier haben. Ich dachte, das wäre ein Gesamtpackage. Aber ich habe tatsächlich nur das hier gekauft, brauche aber das hier. Weil da gibt es dann verschiedene Anschlüsse dann noch extra. Das hätte ich gebraucht. Mein Gott. Alter, die habe ich auch schon ewig. Jetzt ist die nicht mehr so neu. Aber wir sind nie dazu gekommen. Genauso wie die ganzen Koro-Sachen. Und hat jetzt schon seit 2-3 Monaten nicht mehr Kochstream gemacht. Dementsprechend haben wir auch keine Kooperation mehr mit dem, weil... Wie können wir neue Sachen beantragen, wenn wir seit 2-3 Monaten dann nichts mehr gemacht haben? Ich gönne mir jetzt die, weil, wie gesagt, mein Mittagessen irgendwie nicht angekommen ist. Wir haben die ja mal getestet mit dem Eistee, wo es brandneu war. Also der Eistee, die Pizza, und ich fand die alle echt nicht schlecht. Bisschen teuer, 3,99 für eine Tiefkühlpizza, aber geschmacklich war okay. Mein Essen ist doch da. Sie hat es doch rübergebracht, wir chillen gleich und essen zu Mittag. Das heißt, die Pizza habe ich umsonst in den Ofen getan. Jetzt könnt ihr sagen natürlich, hey Jung, ist es doch zu Abend. Aber zu Abendessen habt ihr mich auch schon eingeladen. Vielleicht mache ich das jetzt einfach für morgen. Wir beenden heute den Vlog, so wie ich ihn angefangen habe. Mit dem Handy. Das ist ein Tweet von gestern von Mystic7. Der hat über Krypto getweetet und dass das halt die Zukunft ist und dass er... Also er hat auch Openings gemacht zu NFTs von so Drachen. Passend zu seinen Pokémon Pack Openings. Hat ganz gut gepasst und er hat halt gesagt, dass Krypto die Zukunft ist und er da auf jeden Fall nicht zurückgelassen werden will. Habe ich gesagt, beste Entscheidung meines Lebens und so. Und solange er Pokémon Go weiterspielt, wird sich seine Community nicht gegen ihn wenden. Und er ist sozusagen noch im Segen von YouTube und da kann er an sich werben, was er will. Oder Sachen befürworten. Aber sobald er, so wie ich halt, kein Pokémon Go mehr spiele, ist alles, was ich sage, dementsprechend auch Krypto, wird das direkt negativ aufgefasst. Sagen wir, ich würde immer noch Pogo spielen und würde aber über Krypto gehen, dann würde das meiner Meinung nach wahrscheinlich positiv ankommen. Habe ich ihn halt so geschrieben und das halt meine beste Entscheidung des Lebens war. Genau, das war's auch schon. John wollte heute kommen, aber kam doch nicht und ja, mal schauen, was so das Wochenende geht. Sieht nicht gut aus bei den Jungs, aber ich bleibe am Ball. Ich hoffe, ihr bleibt auch am Ball. Folgt uns gerne auf Instagram und Twitch. Das war's von uns heute. Investiert in Bitcoin, informiert euch über passives Einkommen und ciao.